Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Runaway 2, The Dream of the Turtle mit eurem Gabrosaro. Und ich habe jetzt gerade mal ganz kurz den Raum gewechselt, weil die natürlich hier in diesem Nachbarraum die ganze Zeit quatschen und quatschen und quatschen, ja? Die einzige Person, die hier die ganze Zeit quatschen kann, darf, wie auch immer, das bin ich. Und zwar ganz alleine, meine Wenigkeit. Oder manchmal auch hier Bibi. Und manchmal auch die anderen. Aber wenn das immer so als Hintergrundgeräusche irgendwie mitläuft, ist das immer echt ein bisschen, ich würde mal sagen, anstrengend. Das ist wohl das Richtige. Gut, okay, wir sind in der letzten Folge stehen geblieben. Wir haben oben aus dem Maul haben wir hier dieses Stinkazol-Fläschchen rausgeholt. Und mal gucken, was er nochmal dazu sagt. Ich hoffe, die muss ich nicht öffnen. Laut Name und Etikett stinkt das Zeug fürchterlich. Stimmt, wir haben es ja schon mal versucht gehabt, irgendwie hinzustellen und so, ging aber alles nicht. Mal gucken, können wir das vielleicht dann doch nochmal... Vielleicht muss ich das doch vorher öffnen, bevor ich das irgendwo hinstellen kann. Ja, das da rechts wird mir sehr nützlich sein, um den Deckel zu öffnen. Ah, okay. Ja, wenn super. Ich ehrlich bin, möchte ich herausfinden, ob es wirklich so derbe riecht. Boah, wie ekelhaft. Diesmal hat die Werbung nicht zu viel versprochen. Es riecht schlimmer als ekelhaft. Wenn ich sie nicht sofort wieder geschlossen hätte, wäre ich auf der Stelle gestorben. Okay, auf der Stelle gestorben wäre natürlich auch voll doof. Okay, gut, jetzt haben wir es geöffnet. Kann ich es jetzt da vielleicht hinstellen? Um die irgendwie abzuwimmeln oder so? Warum sollte ich das tun? Okay, gut. Dann gehen wir nochmal, also ganz links die Amoeba, da können wir ja gar nichts anstellen. Dann gehen wir mal ganz kurz hier nach hier oben. Wo war das denn gleich nochmal? Genau. Wir hatten das ja letzte Folge schon mal versucht gehabt, irgendwie mit der Tarantel. Also die wollten wir ja irgendwie nicht geben. Ja, wir gucken noch einfach nochmal. Uns bleibt ja gar nicht so viel übrig, würde ich mal sagen. Gut, dann gehen wir hier nochmal dran. Und hier, die Spinne. Also, das geht nicht. Agrippina, benimm dich. Ach, habe ich das letzte Mal überhaupt gar nicht gesehen, oder was? Wirf Adelina durch den Spalt. Alexandrina. Was habe ich davon? Hallo, vielleicht, dass sie wegkrabbelt und dann Tarantula hinterherläuft? Klar. Die Spinne wird weglaufen. Tarantula wird sie verfolgen. Und ich kann den Handschuh holen. Was sage ich da? Wer kann mir denn versichern, dass die Spinne nicht direkt zum Terrarium läuft? Ich lasse es lieber sein. Ah, genau. Ruhe, habe ich gesagt. Ja, ist ja in Ordnung. Genau. Weiß man schon etwas über und den jetzt Eindringling? Jetzt kann ich das hier vielleicht mit dem Stinkefläschchen machen. Das wäre... Wir sehen uns später eins. Gibt Tarantula. Nee, und hier kann ich es nirgendwo hinstellen. Vielleicht geht das jetzt mit dem einem Hintereingang. Hintereingang. Ja, gut. Komm, wir probieren es mal. So, zum Glück geht das hier mit dem Doppelklick immer so flott von der Hand. So, dann dahin und dann dahin und jetzt probieren wir es nochmal. Weil das ist ja hier die einzige Öffnung. Wir haben oben das probiert, geht nicht. Und wozu sollen wir sonst das Stinkefläschchen hier irgendwo gefunden haben? Wir probieren es einfach mal. Gute Idee. Wenn ich die Flasche richtig platziere, könnte dieser köstliche Geruch nach verdorbenem Fleisch durch den ganzen Tiki-Tempel ziehen. Super, hat funktioniert. Finde ich gut. Ich kann diesen Punkt nicht überschreiten, ohne dass man mich entdeckt. Fein. Ich öffne die Flasche und verstecke sie in der Spalte. Ich entschuldige mich schon einmal für die, oder jetzt für die letzten Folgen, weil da habe ich irgendwie was blöd aufgenommen. Deswegen kann sein, perfekt. Das hatte ich übersehen. Dass manchmal der Ton vom Spiel nicht wirklich gut ist. Ist ja ekelhaft. Stimmt, aber wenn du andeuten willst, dass ich es gewesen bin, bringe ich dich um. Genial. Der Geruch verbreitet sich bis zum Tempel. Es funktioniert. So, und jetzt kann ich da hochgehen, die Tarantel rauswerfen und da sie diesen Gestank überhaupt nicht ab kann, läuft sie irgendwo hin, nur nicht ins Terrarium, weil die will ja nach Möglichkeit weg davon. Ja, klasse. Hat die Mütze Schlaf doch etwas gebracht. Manchmal sind die Sachen doch so klar vor den Augen und man sieht sie einfach nicht. Okay, dann machen wir mal und los geht's. Ja, es könnte funktionieren. Adelina wird dadurch in die richtige Richtung laufen, wenn sogar ich den ekelhaften Geruch des Stinkazol-Zeugs riechen kann. Daumen drücken, wird schon schief gehen. Komm, Adelina, vertrau deinem Geruchssinn und geh dahin, wo es so schön riecht. Ah, eine Spinne! Adelina!
Sie darf nicht entkommen! Dort! Sie ist ins Loch rein. Macht Platz, ihr Anfänger! Jetzt muss ich schnell machen, wenn ich nicht will, dass die Typen da unten mich erwischen. Adelina, meine Schöne. Dann würde ich doch mal sagen, das hat wirklich gut geklappt. Der rechte Handschuh ist der, der mich interessiert. Gut. Jetzt! Moment mal. Ich habe etwas gehört. Es ist Kurzmeier. Tarantula! Wo ist Pignon? Weiß ich doch nicht. Was ist denn los, du Zinnsoldat? Bist du eifersüchtig auf einen Wissenschaftler? Halt's Maul, dieser verdammte zudringliche Kerl, der sich als Pignon verkleidet hat. Er hat die Überwachungskamera manipuliert und ist verschwunden. Zudringlicher Kerl? Deshalb kam mir sein Gesicht bekannt vor. Klar, jetzt kapier ich. Vor kurzem haben mir meine Männer gesagt, dass laut Signal ein Eindringling in der Ruine war. Es schien unmöglich. Und ich sagte ihnen, sie sollten das Spürgerät reparieren. Wenn er also nicht hier ist, muss er sich im anderen Saal aufhalten. Na los, Puppe, holen wir ihn uns. Scheiße, man hat mich entdeckt. Hey, warte mal, meine Pistolen. Action. Endlich etwas Action. Das nennt man Pech. Just als ich endlich den Handschuh für die Flucht habe, werde ich entdeckt. Wenn ich nur wüsste, worum es bei diesem Spürgerät geht und wie sie es geschafft haben, mich zu entdecken. Was soll's? Ich muss hier rauskommen, egal wie. Und zwar so schnell wie möglich. Oh ja, auf jeden Fall. Aber stimmt, das habe ich mich gerade auch gefragt, was das für ein Spürgerät sein soll. Und Signal, dass es irgendwie... Naja, vielleicht irgendwas von den Trantorianern? Kann ich da jetzt vielleicht hin, weil die mich ja jetzt suchen? Bestimmt nicht. Okay, nee, solange die Wachen hier rumlaufen. Okay, nichts da. Okay, ich kann nicht nach unten schauen. Gut, dann können wir jetzt vielleicht hier einen auf Indiana Jones machen. Vielleicht. Wir probieren es aus. Wir müssen ja jetzt hier irgendwie... Aber das Meine Ding ist, Männer haben die Zone durchkämmt, aber sie finden ihn nicht. Er muss sich versteckt haben. Dann werden wir Wache halten, bis er auftaucht. Hast du mich gehört, Eindringling? Du bist umzingelt! Scheiße. So werde ich die Amoeba niemals erreichen können. Wahrscheinlich werden sie mich schon entdecken, wenn ich nur bis zur Plattform absteige. Und sie werden mich garantiert erwischen, wenn ich die Leiter runterklettere. Ich bleibe lieber hier, bis ich mir etwas ausgedacht habe. Okay. Ja, wieso? Nimm jetzt hier das Seil. Hast du mich gehört, Eindringling? Du bist umzingelt! Ja, ich weiß. Ja. Wenn er auftaucht, überlasst ihn mir. Aber wozu? Nicht? Dann die andere Seite? Das könnte richtig gut werden. Hey, wenn ich sie wie Indiana Jones benutze, könnte ich mich bis zu dem Wandvorsprung schwingen und von dort aus zu dem Saal mit der Amoeba runterklettern. Dann gebe ich ein tolles Mahl ab, weil ich sicher bin, dass man mich bemerken würde. Ich müsste zuerst die Leute dort unten wegbekommen, auch wenn es nur für einen Moment wäre. Du glaubst doch nicht, dass ich Wort halten werde. Okay, also das bringt uns... Die Stinkeflasche haben wir noch, Zahnbohrer, die Sonnenbrille... Ja, von hier kann ich wahrscheinlich gar nichts machen, ne? Nein, das wäre viel zu gefährlich. Ja, okay. Was machen wir denn dann? Also hier rüber schwingen oder so machen wir nicht. Wow, jetzt habe ich eine Sache wieder geschafft. Und jetzt weiß ich wieder... Vielleicht gab es da doch noch irgendwas? Wir gucken nochmal. Aber die Wachen laufen doch da die ganze Zeit rum. Lass mal schauen. Zum Glück scheinen sie nicht entdeckt zu haben, dass ein Handschuh fehlt. Okay, hätte ja noch sein können, dass da noch irgendwie was Das Gift der Tarantel soll nicht tödlich sein, aber ich werde nicht versuchen, es zu beweisen. Davon abgesehen, könnten die hier genetisch manipuliert und auf Tödlichkeit gezüchtet sein. Ja, gut möglich. Okay, schau nach unten. Nein. Was haben wir denn hier noch? Ich kann nach... guck mal, ich kann nach oben schauen. Was ist das denn? Es sieht aus, als hätte man ein Stück vom Kopf abgebissen. Okay. Es sieht aus, als hätte man ziemlich... Gut, das bringt uns ja aber nicht wirklich weiter, ne? Oder können wir uns hier per Indiana Jones hier irgendwie rüberkrabbeln? Nö. Hier liegt auch nichts mehr. Das ist nochmal der Handschuh. Hoffentlich hält er länger als der andere. Ist das die rechte Hand? Rechts, der Daumen rein? Ja, genau.
Dann habe ich hier noch den Zahnbohrer. Kann ich damit noch was anstellen? Ich weiß nicht. Ich habe doch nichts Großartiges. Das Klebeband habe ich zwar noch mit. Was kann ich denn jetzt tun? Ich schmeiß einen Veranstalter mit dem Arm unter der Riesenkugel Arm drücken. Ich glaube, ich gewinne. Ich glaube nicht, dass der arme... Naja, gut. Nicht, dass der arme Teufel es brauchen wird. Aber wenn ich es vermeiden kann, lasse ich es lieber. Ach, ich dachte vielleicht, du würdest das nehmen als Ablenkung oder so. Nicht, dass... den Hut vielleicht Nein. nehmen? Nein, okay. Hörst du mich? Wenn du jetzt rauskommst, werden wir dein Leben verschonen. Du bist ein Weichei, Nathan. Ja. Du glaubst doch nicht, dass ich Wort halten werde. Ich wollte gerade sagen, da zweifle ich aber dran. Okay, wir steigen nicht hinunter. Nein, das... Hast du mich gehört, Hoffentlich merken sie nicht, dass die jetzt du oben bist ist. Umzingelt. Sonst entdecken sie mich noch. Du glaubst doch nicht, dass ich Wort halten werde. Was kann ich denn jetzt machen? Die Skizze? Kann ich das irgendwie runterwerfen? Ich glaube nicht. Und dann haben wir halt den... Das ich muss jemanden umbringen. So rum. Das ist der letzte Schrei. Der Befehl lautet nicht, ihn zu suchen, sondern ihn zu finden. Ach so, ja, ist ein Unterschied, suchen und finden. Und wenn er in Wahrheit nur vergessen hat, die Wattestäbchen aus den Ohren zu holen? Das halt. Das ist so doof. Mensch, was habe ich denn hier? Irgendwas muss doch funktionieren. Das Klebeband. Kann ich das Klebeband damit... Damit würde ich... Damit erreiche ich nichts, eben. Damit würde... Runterschmeißen, oder was? Das wäre kein... Du glaubst doch nicht, dass ich... Viel zu viele Leute suchen werde. Mich. Ich traue mich kaum, den Kopf rauszustrecken. Ach, Mann. Hier hält mich wohl jemand für einen Selbstmörder. Wenn er auftaucht, ja, überlasst ihn mir. Ah, ich glaube, das war Nummer 1, ne? Ja, das... Der Befehl lautet nicht, ihn zu suchen, sondern ihn zu finden. Oder vielleicht, ach, Mann, die hat doch ganze Zeit auch mit so einem Walkie-Talkie. Kann ich nicht vielleicht mit Walkie-Talkie irgendwie quatschen oder so? Betrachte Arm, nimm den Arm. Ich glaube nicht, dass der arme Teufel den Witz verstehen würde. Ach, Mann. Hier liegt aber auch sonst nichts. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt hier die ganze Zeit in der Folge hier die ganze Zeit rumdümpel und nicht weiß, wie ich hier vorwärts kommen soll. Ach, Mann. Aber hier war ich ja auch schon. Die hat die Form eines Auges. Ja, das haben wir alles schon gehört. Ach, Mann. Aber auch nichts, nichts, ne? Da. Gar nichts. Bestimmt nicht. Von hier aus kann ich gut genug sehen. Ich dachte, vielleicht würden wir jetzt noch... Dann hat sie noch die Waffen. Zur Amoeba kann ich noch nicht. Das Gift davon. Das kennen wir alles schon. Das hat... Ich bin völlig ratlos. Ich begreife. Das gibt's doch nicht. Damit würde ich... Ja, wie soll ich denn da hinten an die Statue das kommen? Hat... Ja, eben. Was? Was? Betrachtet Funksprechgerät? War ich da nicht gerade drüber? Ach, das war wieder so eine... Okay. Das wird von Tarantula benutzt. Sie hat es dort liegen lassen, als sie die Pistolen mitgenommen hat. Ja, dann nimm, ja, oder? Ja, keine schlechte Idee. Vielleicht kann ich damit etwas in Erfahrung bringen, das mir die Flucht ermöglicht. Ich muss mich beeilen und gleichzeitig vermeiden, dass die Männer in Schwarz mich sehen. Komm, das packst du. Ja, vorsichtig. Genau, und schnell wieder zurück. Jawohl. Ich glaube, das Rad neben der Antenne dient dazu, den Kanal zu ändern. Es sei denn, es handelt sich um ein Feldflaschenmodell. Solche gibt es auch. Könnte ich nicht wahrscheinlich O'Connor hier mit Kanal 5 oder so Bescheid geben? Die Batterie ist nicht voll aufgeladen. Okay, da kann ich jetzt gerade noch nicht so viel machen. Vielleicht muss ich das dann unten auf das Saal, auf den Saal irgendwie anwenden. Hallo, bewegst du dich? Dankeschön. So. Das Warten macht mich nicht mutig. Ruhig, Pupp. Ja, ja, okay. So, komm, dann werden wir das doch mal machen. Mal schauen, was uns das bringt, oder? Das wäre keine so gute Idee. Nein? Damit würde ich gar nichts erreichen. Der Befehl lautet nicht, ihn zu suchen, sondern ihn zu finden. Ich werde wahnsinnig. Wen soll ich denn jetzt kontaktieren und vor allem wie? Das hat kein... Nein. Damit... Das hat... Ich...
Das Womit hat, soll ich das denn jetzt Dame, verwenden? Das hat... Dame... Jetzt du glaubst doch nicht, dass ich Wort halten werde. Super. Und das bringt mir nichts. Nee, das habe ich ja jetzt, das habe ich jetzt ja schon alles ausprobiert. Okay, jetzt habe ich ein Funkgerät. Ich würde sogar gerne auf Kanal 5 gehen, um mit O'Connor draußen zu reden. Oder muss ich hier noch was machen, wenn ich schon das Funkgerät habe? Vielleicht auf die Männer? Das hat kein... Tarantula. Das hat kein... Damit... Sag mal. Damit... Das würde... Und ich kann es ja auch nicht irgendwie umstellen oder umstellen, einstellen. Die Batterie ist nicht voll aufgeladen. Ja, aber ein bisschen Saft hat sie noch. Das hat weh. Ich bin Rat... Sag mal. Jetzt habe ich ein Funkgerät. Wow. Weder er noch die anderen sehen wie richtige Soldaten aus. Ja, sind sie ja auch nicht. Das wissen wir doch inzwischen. Weder er noch die anderen sehen... Ja, kennen wir. Oben noch irgendwie was, die Nummer... Er wird zu streng bewacht, als dass er etwas Belangloses verbergen könnte. Was bedeutet, es handelt sich... Zumindest nicht um eine Kantine. Hier oben? Nee, das war nur eine... Schau nach oben. Schauen wir nochmal nach unten und müssen feststellen, dass wir mal wieder nicht weiterkommen. Kann ich das nicht auf uns anwenden? Nicht die Zeit... Wir Funkgerät durch die Spalte. Ich kann noch Sachen dadurch werfen. Das da das vielleicht. Auch nicht. Bringt uns alles nicht weiter. Ja, jetzt habe ich ein Funkgerät. Das ich irgendwie nicht einstellen kann. Vielleicht hier anwenden? Das hat wenig Sinn. Ja, ja, eben. Obwohl, was heißt wenig Sinn? Vielleicht... Hätte man das da reinstellen können und die große Statue hier macht einen auf... Oder, warte mal. Genau. Also ich meine nämlich von wegen, dann würde ich das Funkgerät einschalten und durch den Hall, der durch die Statue, könnte man jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ganz böse Sachen machen, dass wir denken, hier wohnt ein Dämon drin. Das wäre kein... Achso, stimmt, da hatten wir ja nur die Zielübung. Ach Mann! Es gibt doch nicht mehr so viel... Point-and-Click-Adventure. Wow. Zum Glück kommt etwas Licht durch. Ja, das haben wir alles schon. Nichts. Sie sind immer noch da. Wenn ich nichts tue, geht es noch tagelang weiter. Hm. Das Funkgerät hiermit die vielleicht. Idee. Nein. Damit. Du glaubst nein. doch nicht, dass ich Wort halten werde. Die. Damit. Der Befehl damit lautet nicht, ihn zu suchen, sondern ihn zu finden. Ich bin mal. Hast du mich gehört, Eindringling? Du bist umzingelt! Ja, ich hab's gehört. Ihr wiederholt euch ja tausendmal. Ja. Ich weiß nicht, ob. Das würde ja funktionieren, macht aber jetzt noch nicht. Ja. Ne? Ich glaube. Aber wozu? Ja, ja, genau. Und das könnte man auch machen. Wird aber wahrscheinlich später erst. Wenn er auftaucht, überlasst ihn mir. Nein, das. Und da gehen wir nicht runter. Hey, ja. Wen suchen wir denn? Ich sehe jetzt gerade, wie lange die Folge hier schon geht. Ich werde jetzt mal hier kurz eine Pause einrichten. Und dann geht es auch dann gleich hoffentlich weiter. Mann, ich habe gedacht, der Schlaf hätte was gebracht, aber Nüsse hat es. Wirklich Nüsse. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Kleines Zwischenfazit. Ich bin noch kein Stückchen weitergekommen. Ich hänge hier oben immer noch fest und bin immer noch am Rätseln. Gefühlt habe ich schon alles ausprobiert, aber ich werde mich für euch weiter in die Bresche schlagen und ja, hier weiter ausprobieren. Mir macht auch über... Ich krieg's gerade echt nicht geschissen. Bis gleich. So, da können wir jetzt endlich weitermachen. Ich habe endlich etwas gefunden. Damit habe ich aber irgendwie nicht gerechnet. Aber ich habe es einfach mal nochmal gemacht. Und ja, dann ging es auf einmal weiter.
habe mir noch gar nicht angesehen, was da genau weitergeht, weil ich dann sofort hier diesen Spielstein wieder geladen habe. Ich habe wirklich alles probiert. Ich habe nochmal das Funkgerät überall angewendet, weil ja hier, ne? Wir hatten uns ja gerade schon mal überlegt, dass der O'Connor auf Kanal 5 zu erreichen ist. Und ich habe gemacht, getan und so. Ich kam einfach nicht vorwärts. Das Rätsels Lösung befindet sich hier. Sie sind, wenn ich nicht. Wenn so, Sie inzwischen. Haben wir ja schon mal. Ja, okay. So, wir haben ja schon mal an diesem Ohrring haben wir ja schon mal das Seil angewendet, beziehungsweise die Peitsche. Und das Rätsellösen ist einfach, wir müssen es einfach zweimal anwenden. Naja, manchmal ist es so halt, wie es ist. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie wir hier rauskommen. Oder nicht rauskommen. Keine schlechte Idee. Glaubst doch nicht, dass ich Aber das geht erst, wenn ich die Leute unten irgendwie abgelenkt habe. Aber warte mal. Wenn ich mich recht erinnere, hat O'Connor gesagt, dass er auf Kanal 5 ist. Wenn ich ihn mit Sprechfunk anrufe und ihn so verwirre, dass er sie ablenkt, es ist etwas kompliziert, aber ich habe nichts zu verlieren. O'Connor? Hören Sie mich? Du bist vielleicht nervig, Caddy. Soldat O'Connor, hier spricht Oberst Basco, Ihr Prüfer vom Geheimdienst. Bitte um Entschuldigung, Sir. Ich dachte, Sie wären ein Blödmann. Bis hierher haben Sie alle Zwischenprüfungen bestanden, aber jetzt kommt die wichtigste. Ich meine, ich dachte, Sie wären ein Blödmann, der ein Freund von mir ist, Sir. Sie müssen die Ruine betreten und die ganze Zeit rufen, Colonel, Professor Pignon ist in Richtung See gelaufen. Wird sofort erledigt, Colonel. Laufen Sie, Soldat. Wo versteckt er sich? Verdammt! Ruhig, Nathan. Früher oder später wird er uns schon in die Hände fallen. Colonel, Pignon ist in Richtung See gelaufen. Mir nach! Los, gehen wir. Aber wir haben doch immer noch Gina nicht. Sag mal, was macht der denn jetzt da? Ach, ja, ist ich klar. Ich habe etwas gehört. Oh, Karte los, 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 los. Oh nein. Und? Sind wir schon weg? Ach ja, stimmt ja. Hui! Lauf, Joshua! Ach, was für eine Hetzerei! Joshua! Halt dich fest! Alaska? Sie fliehen, Milady. Tut mir leid. Nicht für lange. Oh, ach so, es tut eben nicht so lange leid. Okay, aber jetzt fahren wir nach Alaska und Gina ist immer noch verschollen. Ryan, wenn mir jemand anderes das erzählt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Ich auch nicht, Sushi. Das ganze Ding über die Amoeba ist ganz und gar unglaublich. Nein, ich meinte Joshua. Wie konnte er nur so ungeschickt sein? Ich könnte dir Sachen erzählen. Das Problem im Haus von... Im Haus? Ja. Als wir Mala verließen, suchten wir die Hütte auf, die ich neben der von Gina gemietet hatte. Ich hatte keinen Cent bei mir, seit ich das Flugzeug nach dem Unfall verlassen hatte und musste etwas Geld und einige Klamotten abholen, um nach Alaska zu reisen. Nochmal mit dem Flugzeug, vermute ich. Nur bis Anchorage. Dann nahmen wir den Zug nach Fairbanks und von dort aus den Bus nach Sisley, wo uns ein ganz netter Kerl anbot, uns mit seinem Schneepflug so nah wie möglich an unser Ziel zu bringen. Und dann lernte ich endlich Professor Simon kennen. Wir mussten noch eine Weile in der Wildnis herumirren, aber glaube nicht, dass das alles war. Das Schlimmste war, dass Joshua einen Mordshunger hatte. Es fehlte nicht viel und er hätte unser Abenteuer in eine Katastrophe verwandelt. Wir konnten schon das Tor von Professor Simons Haus sehen, als... Kapitel 4. Jener, der weiß, redet nicht.